So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Titans of the Abyss. Und beim letzten Mal haben wir ja, wir haben da oben nicht gemacht. Und jetzt können wir hier mit dem Lift nach oben fahren. Was wir machen? Ja, wir haben letztes Mal ja schon hier raufgeschaut. Aber jetzt gehen wir hier weiter. Heute ist es vielleicht heiß, Leute. Glaubt's gar nicht. Vormittag ging's ja noch. Ah, kämpfen wir mal. Am Vormittag ging's ja noch. Aber jetzt am Nachmittag, boah, ist ja viel zu heiß. Boah, ich habe schon seit lang kein Tales of the Abyss mehr aufgenommen. Oh, warum benutzt du jetzt Oberlimit? Ich kann es auch benutzen, tue ich aber nicht, weil es einfach nicht nötig ist, gerade. So. Basilisk-Sky habe ich bekommen. Schön. Okay, dann schauen wir mal. Ah, hier kann ich runterspringen. Oh nein, das ist eine Leiter. Ich dachte, ich kann runterspringen. Weil ich den Leih. Okay, Moment. Boah, warum nicht? Schauen wir mal runter. Okay, hier ist das Licht schon. Ah, hier sind wir, weiß schon. Wir sind jetzt wieder da. Gut, gut, gut. Obwohl wir vorher links gegangen sind, das Fass habe ich ja vorher schon angezündet. Da drüben. Ja, da ist das. Ja, sehr schön. Jetzt ist da unten genug Öl drin. Wir können das anzünden. The old one we dropped filled up with oil. Ja. Das hörte sich gerade, warum so an, als würde es gleich komplett runterbrechen. Okay, ah, nein, nicht da. Da muss mir runter. Und dann da hinüber. Oh, Gottchen, 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 Leute. Sollte nicht so viel jammern, Leute. Sollte nicht so viel jammern, dass es heiß ist. Moment, jetzt. Ich stehe falsch. Moment. Jetzt habe ich es erwischt. Gut. Sprint. Jetzt haben wir sogar genug Licht, damit wir das da oben bedienen können. Das heißt, dies. Oh nein. Daneben. So einfach. Zack, zack, zack. Boom. Switching Blast. Mal schauen, was für eine so. Ich hab nur zu ihm verzichte auch noch mit dem gleichen Tag, in dem ich 4-3 beendet habe. Also nicht fertig hochgeladen, sondern nicht fertig gespielt habe. Bulletin. Lucky Ann. Hat Jade genannt. Okay. Und ja. Vielleicht war ich vor dem nächsten Projekt einfach so, weil ich Zeit habe, ja. Oh, ich sollte wieder mal 30 Game News aufnehmen. Aber ich hasse Wassertempel. Mal schauen. Okay, hier noch. Da ist die Schatztruhe, die will ich haben. Panaka Dingensbottle, einfach. Einfach irgendwie. Oder müssen ich. Da oben ist ein Hain, der Speicherpunkt. Ja. Ja, ich weiß, die Leute ist so. Aber ich schaue lieber da nach oben. Hier oben ist. Ich speichere hier lieber mal und heil mich. Geheilt werde ich auch gleich. Sehr schön, ich mag heilende Speicherpunkte. Ja. Sind nämlich notfalls, kann man damit dann gut trainieren.
Naja. Okay, 5 Minuten haben wir leider. Und ich schau mich da unten, muss ich jetzt sicher noch diese Maschine da in Gang setzen. Und dann oben mit, kann ich anscheinend mit so einer Gondel oder so weiterfahren. Oh nein, jetzt bin ich... Ach, jetzt bin ich hier. Interessant. Hier bin ich jetzt also. Da geht's doch da oben weiter. Du Geist. Oh Mann, ist doch egal. Geist angreifen. Ich glaube, mein Mikro ist zu weit oben. So. Demon Fist. Und du machst keinen. Du lässt sie in Ruhe. Jupp. Oh, ich hätte Tübe mit benutzen können. Oh. Geht ab mit der Maschine. So, jetzt eingeschaltet und jetzt können wir in die Gondel einsteigen. Kommt sicher bald gleich ein Endboss, ich bin mir sicher. Weil da oben war nicht, ist sicher nicht umsonst ein Heilungsspeicherpunkt gewesen. Ladung. Ladung. Something smells. It smells greasy. Okay, greasy. Maybe it's from when the factory was running. No, it's too strong for that. Wait, I hear something. Is something there? I don't hear anything. No, there's definitely something here. A monster? Monster? So far, vielleicht? Look out! Was ist das? Auf jeden Fall habe ich den ganzen Check jetzt mit No Limit rein. So, so kommen wir schon mal gar nicht. Ja, das war dumm. Das war die falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Bring it on! Boom! Einfach reinhauen. Raging Blast! Boah, ja. Oh, tot. Verdammt, das war nicht gut. Benutzt irgendwann halt einfach den Wiederbelebungsdrang. Nein. Du benutzt ein Life Bottle auf Luke. Jetzt kannst du deinen neuen Skill benutzen. Benutz. Sehr schön. Jetzt heil mich wieder. Sehr schön. Danke fürs Heilen. Oh Moment, mir fällt gerade was ein. Item. Ich sollte ihn auch analysieren. Okay, er hat 11.000 noch, also ungefähr die Hälfte hat schon verloren. Keine... Er hat eine höhere physische Norde. Ist gar ein Schleimmonster. Moment. Ich weiß nicht, wen sie heilt. Items. Ich würde sagen, sie heilen. Also benutzt du das auf dich. Ja, gut. Wow, das war knapp. Bomb.
Ja, dann benutzt ein Item. Ja, Jade ist nowhere mitgegangen. Oh man! Life Bottle of Anis. Oh Mist! Shield of myself, so. Oh nein, Jade ist schon wieder tot. Life Bottle of Jade. Dankeschön. Was ist das noch? Oh, 2200. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Enes! En! Okay. Oh man, jetzt ist es tot. Jade. Life Bottle of Enes. Sex! Okay, Natalia hat Oberlimit gern, sehr schön. Puh, der war knapp, wieder mal. Naja. Muss mir einen kaufen das nächste Mal. Gute Frage, irgendein Spinnenscheiß. It's not one I've seen around here before. The inside looked like a spider. Well, it's hardly surprising that an abandoned factory has a few spiders, but... The oil it was feeding on may have caused a mutation due to phonon activity. Okay. Tyr? Yes? Thank you. You saved me. I'm sorry for the trouble I caused you and everyone. It's all right. No, it's not. Don't drag us down, Natalia. By the way, where's this sewage facility? I imagine it's down below. Hmm? Hey, is that an emergency exit? Let's take a look. Let's take a look. So. Art. Du. So. Items. Orange gehen. So. Zu mir Lavender. Physische Angriffskraft. Boah, steht ja schon wenig. Eines. Okay, if we lower the ladder there, we should be able to get out. Das wäre gut. Yes, Master. Once we get out of here, it's on to Cassadonia. Cassadonia lies across the desert. There should be an oasis midway, so we'll stop there to rest. Guy, you head down first. Catch me if I slip. You're telling me to do that knowing full well that I can't, right? I need you to get over your phobia, or we'll have problems once Luke and I are married. Luke prefers much younger, cuter girls, don't you, Luke? You can call off that silly engagement anytime. Excuse me? What? Luke, you're despicable. What? Like this is my fault? It's nice to see you all getting along so well. Jade came wieder. Blind? Jade, man muss gleich bitte einen sarkastischen Kommentar loslassen. Boah, Anime-Sequenz! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein, nicht ihr. Und sie haben von Master Iron.
cool. Ich mag Anime Squints. Das war doch gerade Ash, oder? Er schaut irgendwie... Ash, Ion takes priority right now. Ash schaut irgendwie Luke sehr ähnlich, muss ich sagen. I know. Aren't you the ladies man? Dann. Ist doch die Tartarus? Ach Gottchen, Herr Foammaster, sind führt worden. He looks like me. Mhm. What does this mean? By the way, they took Ion. Ja, nur so nebenbei erwähnt. Sie haben Ion mitgenommen und sind abgehauen. Jade! Regardless, we've now encountered the six god generals. The decoy is a failure. Wouldn't we be better off returning to Batical and going by ship? It would be a waste of time. Why? Father still doesn't trust Malku. He'll have sealed the port against invasion once he dispatched the decoy. Let's go by land and search for Ion. If Ion were to die, it could affect this entire peace effort. That's right. Please, search for Ion. Even if it's while you're doing something else, please! It's your decision, Luke. Will we search for Ion as we go by land? Or will we turn over Natalia to His Majesty and have him unseal the port? You can't do that. Luke, you know what I mean. Yeah, everyone shut up! Why am I the one deciding anyway? Well, you're the one in charge, aren't you? You really are obnoxious. We go by land. We'll have all sorts of trouble if we don't take Natalia along. Ion, where could they have taken him? The landship was headed east from here. That's the direction of the oasis. We were planning on stopping there too. Luke, you'll chase after them, won't you? Mm-hmm. Yeah. That guy who looked like me, they called him Ash. Man, that was creepy. Jade hat in der Sequenz so geschaut, als würde er irgendwas wissen. Egal, auf jeden Fall, worum ging es jetzt da? Ja, sie verfolgen ihn jetzt weiter, folgen die jetzt weiterhin auf Land. Und wo ist die Musik? Also sie verfolgen die weiterhin über den Landweg und weil wegen, ja wisst schon, weil Natalia sonst verrät dann ganz den Plan von Luke. Deswegen hat die Jugend schon da und Luke fragt sich jetzt, warum er so aussieht wie Ash. Komisch. Okay, Ash Williams. Ash the Bloody. He looked just like Luke. A long lost brother maybe. I've never heard anything like that, but... Natalia, do you know anything about that? No, Duke Farber has only one son. There's no point in thinking about it, with no information to go on. Asking Ash directly would be the simplest route, but we have other priorities right now. Isn't that right? Yeah, I'm worried about Ash, but for now we have to find Ion. We certainly do, and it seems Ash is the one who has abducted Ion. Perhaps we can get our question answered at the same time. Let's hope so. Anyway, we might as well start out for the Oasis. Yeah, let's go. Was this unavoidable destiny or might even this be written in score? Okay, jetzt ist die Musik wieder lauter, gut. Leute, das war's für heute mit Tales of the Abyss. Ich werde ein bisschen längerer Part geworden. Aber wir haben eine schöne Anime-Sequenz und einen Boss drin. Das freut mich. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal, wenn wir uns auf den Weg zur Oase machen. Denn dorthin ist ja die sind die ja geflohen mit Ion. Und wir verfolgen sie natürlich. Denn Ion ist cool. Den wollen wir unbedingt zurückhaben. Also,
bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, wow.